Liebe Männer, wenn ihr unzufrieden mit eurer Beziehung seid, müsst ihr vielleicht einfach nur zunehmen. Herzlich willkommen zum Journal Club, echte Paper von echten Wissenschaftlern. Heute aus Social, Psychological and Personality Science. Marriages are more satisfying when wives are thinner than their husbands. Könnte genauso gut eine Titelstory auf der Glamour sein. Ehen sind also glücklicher, wenn die Frau dünner ist als der Mann. Auf homosexuelle Paare kann diese Formel anscheinend nicht angewendet werden. Diese müssen sich ihr Eheglück dann wohl in zweitrangigen Faktoren wie Liebe oder Vertrauen suchen. Aber ich weiß jetzt zum Glück, dass ich für immer auf meine Figur achten oder meinen Mann mästen muss. Und zwar ist Folgendes passiert. 165 frisch vermählte Ehepaare wurden 4 Jahre lang untersucht. Ihre Body-Mass-Indexe wurden aufgenommen und jedes halbe Jahr wurden sie mit einem Fragebogen zu ihrer Zufriedenheit in ihrer Ehe befragt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann man so etwas wie Zufriedenheit messen, dann ist das eine sehr berechtigte Frage. Die Formel sieht anscheinend so aus. Und ihr wisst, dass eine Formel gut ist, wenn nicht ein, nicht zwei, sondern 6-mal Pi drin vorkommt. Darin unterscheiden sich Sozialwissenschaftler von Naturwissenschaftlern, denn Naturwissenschaftler würden niemals derartig inflationär mit Pi umgehen, wenn es noch nicht mal um einen Kreis geht. Außerdem bin ich die Einzige, die sich daran stört, dass Pi und Dummy-Code in derselben Formel auftreten? Aber kommen wir zu den Ergebnissen, denn hier wird's erst interessant. Es gibt eigentlich nur 2 Graphen in diesem Paper. Links die Zufriedenheit des Ehemannes und rechts die Zufriedenheit der Ehefrau. Die 3 Geraden repräsentieren 3 verschiedene Gegebenheiten. Erstens in hellgrau der Fall, Mann ist dicker als Frau. Zweitens in schwarz rechteckig, Mann und Frau haben denselben Body Mass Index. Und drittens in schwarz Dreieck, die Frau ist dicker als der Mann. Okay, und das Paper heißt ja, Marriages are more satisfying when wives are thinner than their husbands. Das soll also die Hauptmessage sein. Aber kann ich mal bitte auf ein paar Rückschlüsse hinweisen, die ich viel interessanter finde? Laut diesen Graphen sind Männer unglücklicher, allgemein unglücklicher in ihren Ehen als Frauen. Zweitens, Frauen sind offensichtlich die besseren Menschen. Bei den Männern sind von Anfang an diejenigen am glücklichsten, deren Frauen dünner sind als sie selbst. Frauen hingegen ist es von Anfang an offensichtlich völlig egal, wie dick oder dünn ihr Partner ist. Denn sie lieben ihn für das, was er ist. Doch nach den 4 Jahren sind die Frauen, welche dicker sind als ihr Partner, unglücklicher. Möglicherweise, weil sie merken, dass ihr Partner selbst unglücklich ist. Das heißt, Männer, ihr müsst euch entweder von vornherein schlankere Frauen suchen oder mehr essen und weniger Sport machen. Oder vielleicht sucht ihr euch ja einen Partner, mit dem euch mehr verbindet als nur Äußerlichkeiten. Ha! Ja, ich weiß, sowas würdet ihr niemals tun. Wir wissen ja alle, das Aussehen einer Frau ist das Einzige, was zählt. Wir sind ja nicht mehr im Kindergarten. Und last but not least, der eigentliche Oberknaller, heiraten macht offensichtlich unglücklich. Ob dick oder dünn, die Kurve geht in jedem Fall steil bergab. Es gibt nur eine Richtung und die ist runter. Keiner ist nach 4 Jahren noch so glücklich wie am Anfang. Im Vergleich zu dem Level, das alle insgesamt fallen, ist der Unterschied zwischen dick, dünn, was weiß ich, wirklich nicht mehr wesentlich. Es geht hier wirklich nur noch darum, wer noch ein bisschen unglücklicher ist als der andere. Der Titel des Papers sollte eigentlich heißen Don't get married. It will make you miserable. Das ist alles ziemlich deprimierend von vorne bis hinten, sei es, dass Ehen pauschal unglücklich machen oder dass Frauen schlank sein müssen, während Männer sich getrost eine Plauze züchten können. Aber das Wichtige ist, diese Studie ist, wie leider viele wissenschaftliche Studien, vor allem die, die sehr gerne von Medien aufgegriffen werden, nicht gerade umfassend. Den Einfluss von Body Mass Index aufs Eheglück zu untersuchen, ist ungefähr so wie die Qualität von Bohnen auf den Gesamtgeschmack eines Burritos zu untersuchen. Dabei wissen wir alle, dass Guacamole die wichtigste Zutat ist. Sprich, man kann diese Studie durchführen, muss man aber nicht. Unterm Strich haben wir heute gelernt, dass wir immer noch nicht wissen, wie wir die große Liebe finden und es wahrscheinlich so schnell auch keine wissenschaftliche Studie geben wird, die es uns sagen kann. Denn letztendlich ist nicht alles so einfach, wie es hier scheint. Zum Beispiel, warum sind hier nur 2 von 8 Datenpunkten dargestellt? Oder wo sind hier überhaupt die Fehlerwahl? Und was ist mit den Änderungen des relativen BMIs während der 4 Jahre? Was ist auf dieser Skala? Sind es absolute Werte? Sind das Prozent? Sind es ein